Eine Augenlaserbehandlung ist eine sogenannte refraktivchirurgische Behandlung. Die Refraktivchirurgie ermöglicht Patienten in Zukunft das brillenfreie Sehen. Bei der Augenlaserbehandlung wird das gemacht, indem der Laser eine der oberen Hornhautschichten dementsprechend verändert und abträgt, dass die Brillenwerte dann von der Hornhaut quasi übernommen werden können. Und das ist heutzutage möglich bei Brillenwerten von bis zu minus 10 Dioptrien bei Kurzsichtigkeit, plus 4 Dioptrien bei Weitsichtigkeit und 6 Dioptrien bei Hornhautverkrümmung. Die Voraussetzungen für eine Augenlaserbehandlung sind, dass Sie zum einen mindestens 18 Jahre alt sind, dass Sie in guter gesundheitlicher Verfassung sind und dass Sie keine Augenvorerkrankungen haben und außerdem schon länger stabile Brillenwerte haben. Es gibt bei CareVision die LASIK und FemtoLASIK zum einen und dann die PRK und TransPRK zum anderen. Welche Behandlungsmethode die richtige für das jeweilige Patientenauge ist, klären wir im Rahmen der Voruntersuchungen, wenn Sie zu uns kommen. Gemeinsam ist bei allen Methoden, dass es für alle Methoden eine sehr gute Langzeiterfahrung gibt und wir mit allen Methoden auch schon sehr, sehr viele Jahre arbeiten und Sie dadurch sehr gut beraten können.